Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Dieses Mal geht es weiter mit Grammatiken und Sprachen. Ja, letztes Mal habe ich euch gezeigt, was Grammatiken überhaupt sind. Das Mal davor, was Sprachen sind und Wörter und Alphabete. Und diesmal habe ich so eine Mini-Grammatik schon mal in Rohfassung sozusagen hingeschrieben und möchte euch jetzt erklären, was eine reguläre Grammatik ist. Auch Chomsky 3 genannt. Ja, das ist einfach eine Grammatik, die bei den Produktionen hier, also das sind die Produktion P, einfach gewisse Restrictions hat, also wir dürfen dann nicht alles machen, was wir wollen. Und ich möchte euch jetzt eben mal zeigen, was diese Grammatik ausmacht. Also wir können jegliches Symbol auf der rechten Seite, also ich schreibe jetzt hier einfach mal S fürs Startsymbol, aber das gilt für alle Symbole, die wir hier, also für jedes Nicht-Terminal-Symbol, also diese Menge aus V hier, alle Produktionen müssen entweder auf einen einzelnen Buchstaben sein, also V zum Beispiel, wobei V in diesem Fall 0 oder 1 ist, also sagen wir hier einfach mal 0, oder, und das habe ich euch, upsala, und das habe ich euch letztes Video verschwiegen, dass man das auch machen kann, man kann auf Epsilon ableiten. Das bedeutet dann einfach, man ist da zu Ende und produziert nichts mehr hinten dran. Oder aber die dritte Möglichkeit, was man machen kann, ist, ich leite auf ein Terminalsymbol ab und auf ein Nicht-Terminalsymbol, aber jeweils nur genau ein einziges. Also in unserem Fall dann zum Beispiel 0s. Mehr darf ich nicht machen. Ich darf hier noch 1s reinmachen. So. Aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle, mehr geht nicht. Also ich kann natürlich hier noch andere Nicht-Terminal-Symbole reinpacken. Sowas hier, dann hätte ich hier noch ein T. Aber, ja, ich habe nur die Möglichkeit, ich leite ab auf eins von unseren Dingern hier in Sigma. Also von den Terminal-Symbolen, so heißen die, die dann auch wirklich im Wort drin stehen dürfen. Auf genau eins davon, nicht mehr, nicht weniger, doch weniger schon. Also auf ein Terminal-Symbol, entweder die 0 oder die 1 in unserem Fall, oder auf das leere Wort, dass ich dann quasi da zu Ende bin. Und in beiden Fällen hört unsere Grammatik auf zu arbeiten in diesem Zweig. Also dieses S, oder danach kann ich nichts mehr produzieren hier, weil ich habe ja kein S mehr, das heißt, ich kann nichts ableiten. Oder man nimmt ein Nicht-Terminalsymbol und hängt vorne dran ein Terminalsymbol, egal welches jeweils. Also das heißt, wir könnten hier hinten dran noch andere Produktionen schreiben. So. Und ja, was das hier genau macht, ist, wir haben eine relativ einfache Sprache, nämlich wir können immer nur links was dranhängen. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie ich schreibe jetzt gerade und ich kann nur eine 0 oder eine 1 schreiben. Ich kann aufhören zu schreiben, also ich mache jetzt hier mal noch eine 1 rein. Ich kann aufhören zu schreiben, entweder indem ich eine 0 schreibe und danach meinen Stift weglege. Ich schreibe eine 1 und lege meinen Stift weg oder ich lege ihn einfach direkt weg. Oder ich kann eine 0 schreiben und danach noch weiterschreiben, beziehungsweise eine 1 schreiben und danach noch weiterschreiben. Und das, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, wahrscheinlich was euch ziemlich geschockt hat, zum Beispiel sowas, das geht eben nicht mehr. Also wir können hier nicht mehr verzweigen, sodass wir 50 verschiedene Produktionen gleichzeitig am Laufen haben. Das heißt, ich schreibe mit 50 Händen gleichzeitig eine 1 an die Stelle und dann kommt eine 0 an die Stelle. Das geht hier eben alles in diesen Grammatiken nicht. Ist verboten. Und die nennen sich, ich schreibe das gerade mal hierher, reguläre. Reguläre, ja genau, sag mal, was ist heute los? Grammatiken? Also heute ist echt, nee, nicht tippen. Also reguläre Grammatik. Und die Sprache dazu heißt logischerweise die reguläre Sprache. Ja, hier können wir dann einfach sehen, was wir produzieren. Wir können es einfach gucken. Naja gut, wir können das leere Wort produzieren. Wir können 0 oder wir können 1 produzieren, beziehungsweise wir können einfach diese beiden Dinger irgendwie zusammenhängen. Wir können ja hier schreiben S auf 0, dann S auf 1. Wir können das machen, wie wir wollen. Also haben wir hier eigentlich ein, ja, ein 0,1, ein Wort mit 0,1. Ein Wort W in unserem Alphabet Sigma. So. Über unserem Alphabet, jetzt brauche ich tatsächlich doch eine Formel, sowas Blödes. 9, 3, 1 war das? Ja. Sigma Stern. Nein. So. Also unser Wort W ist innerhalb
irgendwie über unserem Sigma-Stern. So, und wenn ich jetzt hier Sigma-Stern schreibe, dann kann ich das hier tatsächlich auch wegmachen. Das heißt, die Sprache, die wir hier produziert haben, ist einfach alles, was irgendwie möglich ist. Also wirklich alles, was wir mit den Buchstaben 0 und 1 machen können. Sowohl das leere Wort als auch unendlich viele Einsen oder Nullen irgendwie zusammengequetscht. Okay. So, ja, und jetzt kann man das Ganze natürlich noch spezifizieren. Was ich mit euch jetzt noch machen möchte, ist reguläre Ausdrücke. Ich kann das Ganze nämlich noch anders schreiben. Wenn ich hier jetzt wirklich nur eine Grammatik habe, die auf 0 oder 1, also hier 0 oder 1 ableitet, oder dann 0s oder 1s, dann kann ich das anders schreiben. Und da gibt es verschiedene Schreibweisen dafür. Ich mache das jetzt mal in eine Formel, weil ich die tatsächlich auch dann, weil die so aussehen müssen. So. Und ja, man schreibt, wenn man, also man hat mehrere Möglichkeiten. Klammerung ist eigentlich immer ziemlich sinnvoll. Wir haben die Möglichkeit, auf eine 0 abzuleiten oder auf eine 1 abzuleiten oder sogar das Wort Epsilon. Also so. So, und jetzt können wir danach nochmal, also das hier ist dieser Oder-Strich, also alles, was hier drin ist in dieser Klammer, entweder eine 0 oder eine 1 oder ein Epsilon. Und danach, das ist die, ja, nicht dieses Ding, danach kommt eine 0 und danach kommt eine 1. Das wäre jetzt das Wort, das wären jetzt drei Wörter hier, was ich hier produziere: 0, 0, 1, 1, 0, 1 und 0, 1. Das wären die drei Wörter, die ich hiermit produziere. So, jetzt habe ich hier noch mehrere andere Operatoren, nämlich den Plus-Operator. Und der funktioniert genau gleich wie bei den Sprachen. Ihr erinnert euch, L hoch Plus ist einfach alles, solange es mindestens einmal vorkommt. Also in diesem Fall, ich mache das hier hinten mal weg, müsste mindestens, das Epsilon mache ich jetzt auch mal hier weg. Ja, scheiße, das wollte ich nicht. Was ist denn los mit dir? Hm. Jetzt aber. So. Also in unserem Fall müsste jetzt hier eins von diesen beiden Dingern mindestens einmal kommen. Also hier steht entweder 0 oder 1. Und das beliebig oft, aber mindestens einmal. Also haben wir jetzt alle Wörter hier in der Sprache drin. Wenn ich das jetzt als Sprache schreibe, L von G gleich dem hier, dann steht hier 0, dann steht hier 1, es steht 0, 1 da, es steht 0, 0 da, es steht 1, 0 da, 1, 1 und es steht unendlich viele Nullen gemixt mit unendlich vielen Einsen irgendwie zusammen. Aber Epsilon steht gerade nicht da. Wenn ich jetzt hier Stern mache, dann ist genau das der Fall. Wir können das Ganze auch 0 mal machen. Also haben wir hier 0 Stern, 0 Stern ist Epsilon, 1 Stern ist Epsilon, 0 oder 1 Stern ist auch Epsilon. Okay, so und jetzt kann ich die ganzen Dinger noch irgendwie miteinander verknüpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, danach muss ein 1 kommen und danach kommt 0 oder 1 und das beliebig oft, dann habe ich hier sozusagen eine Sprache kreiert, die zuerst mal unendlich viele Nullen oder Einsen produziert, dann in jedem Fall eine 1 und dann in jedem Fall dann nochmal so viele Nullen oder Einsen, wie ich gerne möchte. Also hier vorne kann ein Epsilon rauskommen, aber hier vorne kann auch ein unendlich langer Term rauskommen und hier hinten genauso. Aber was in jedem Fall drin sein muss, ist eine einzige 1. Ja, gut, hier kann ich in manchen Grammatiken, also manchmal wird es zugelassen, manchmal auch nicht. Normalerweise lässt man es nicht zu, aber hier könnte ich jetzt auch noch hoch n schreiben, dann müsste genau, wobei n halt irgendeine Zahl ist, also zum Beispiel hoch 2, dann könnte ich mir aussuchen 0 oder 1, aber es muss genau zweimal gemacht werden, also zweimal diese Klammer. Normalerweise schreibt man dann einfach sowas hier, 0 oder 1 und das halt, das ist dann quasi das hoch 2, weil ich es zweimal machen muss. So. Jetzt habe ich 0 oder 1 einmal und dann 0 oder 1 zweimal und dann so viel, wie ich will. Gut, so viel zu regulären Ausdrücken. Ja, man kann mit diesen regulären Ausdrücken genau dieselben Grammatiken bzw. Sprachen erzeugen, wie man es mit einer regulären Grammatik, also genau diesen Produktionsmöglichkeiten, die wir hier haben, machen kann. Mehr geht dadurch nicht und weniger geht tatsächlich auch nicht dadurch. Also die hier sind schon mächtiger, als man eigentlich denken würde. So, ja, jetzt habe ich euch eigentlich alles gezeigt, was ich euch in dem Video zeigen wollte.
Tatsächlich, diese regulären Ausdrücke sind in Java auch vorhanden, die nennen sich Regex. Habe ich noch kein Video zu gemacht, werde ich vielleicht mal irgendwann eins machen, wenn ihr unbedingt eins wollt. Dann schreibt ihr mir das bitte in die Kommentare und ansonsten zeige ich euch einfach im nächsten Video, wie man das Ganze ein bisschen ansehnlicher darstellt, nämlich mit deterministischen endlichen Automaten. Automaten habe ich in Java schon gemacht. Falls ihr wollt, könnt ihr da mal reingucken. Ansonsten schaut euch einfach das nächste Video an und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.